Hallo, ich bin ich, Squishy No Bones, der adventliche, weihnachtliche Geschenketipp Tintenfisch. Und heute ist der 14. Dezember und das bedeutet, ich habe ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Aber bevor ich zu unserem Tipp des heutigen Tages komme, noch erst einmal ein Nachtrag zu gestern. Denn kaum war ich gestern dann mal auf dem Weihnachtsmarkt, hier könnt ihr mich auf dem Weihnachtsmarkt sehen, sah ich und traf ich dort doch tatsächlich auch jemanden, der einen meiner Geschenketipps sofort umgesetzt hatte. Seht hier, Bikeboards. Ja, gestern gesehen, gestern gekauft, gestern sich an den Rucksack gebamselt, heute schon zum Horst gemacht. Ja, toll, was? Als nächstes noch ein Wort an Kevin. Hallo, Kevin. Ja, und damit kommen wir zum heutigen Geschenketipp. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor genau einer Woche, am 7., habe ich euch den Moai-Taschentuchspender und Halter vorgestellt. Und ihr glaubt nicht, aber es kann noch gepoppt werden. Ja, wenn ihr nicht einfach nur Taschentücher aus irgendeiner komischen Betonnase rausziehen wollt, sondern aber richtig Rotz haben wollt, dann nehmt ihr den Seifenspender-Nase. Sieht aus wie eine Nase, allerdings ein riesengroßer, überdimensionierter Riechkolbe da. Da klatscht man sich dann einfach diese gigantische Geruchsgurke an die Wand. Den kann man dann mit Duschgel oder irgendwelchen anderen Flüssigkeiten in den verschiedensten wunderschönen Farben füllen. Ja, und dann drückt man da drauf, dann kommt der Rotz da raus und dann schmiert man sich die ganze Kacke in die Haare. Das ist doch mal wunderschön. Also, für alle, die es wahnsinnig witzig finden, sich irgendwie den ganzen Schnodder und Rotz und so weiter, den ganzen Kopf der Kram, der da aus eurem Riechkolben rauskommt, irgendwie in die Haare zu klatschen oder unter die Achselhöhlen zu verteilen, für den ist das genau das Richtige. Ist auch nur ein klein bisschen eklig, aber egal. Seifenspender-Nase, so heißt das Ding. Ja, Seifenspender-Nase, das ultimative Geschenk für alle, die absolut keine Ahnung von Ästhetik haben. Hallo,